Hallo, Rückwärtsgang. Da hat man dann meistens wenig Lust, sich noch an den PC zu setzen, zumal wenn es in der Bude auch schon 28 Grad hat, ohne dass man den PC anhat. Hallo? Achso. Ui, was, Kollege, was machst du hier? Ich glaube, ich bin zu dicht dran gefahren, ne? Kann das Sinn? Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Truck und Logistik Simulator. Sü mit Ü, wir wollen mal wieder ein bisschen was machen, gab ja lange nichts mehr. Achso, schalten muss ich ja auch. So, erstmal tanken. Mal hier ist aber eine knappe Kiste hier, ne? Knappe Kiste hier mit dem Kollegen. Okay, das war's schon. Mehr geht nicht rein. Folgendes ist der Plan. Wir sparen ja immer noch auf unseren LKW hin. Und jetzt holen wir uns dafür erstmal einen Auftrag. Noch können wir im vierten Gang anfahren. So, wir holen uns mal einen Auftrag. Damit wir ein bisschen Geld verdienen. 114.000 kostet uns der neue LKW. 89 haben wir schon. Dass er den dritten und den fünften Gang hier überspringt, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber nun gut. Den ist das so. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. So, ich habe mal die UI-Skalierung hier so ein bisschen geändert, dass das alles nicht so groß und klobig und klotzig wirkt. So, hier hätten wir schon mal zum Beispiel schon mal einen für 10.000 Talers. Den werden wir uns jetzt mal antun. Diesmal hat er auch ein bisschen schneller geladen. So, unsere Paletten stehen da hinten diesmal. Wie gesagt, ich würde es immer noch schön finden, wenn man das einfach trennen könnte, was das Laden und das Fahren angeht. Und warum fällst du jetzt da runter? Geht doch. Mit dem Schalten beim Gabelstapler ist das immer so eine Sache. Wenn man dann dazu noch die Maus braucht. Ich muss aufpassen, dass wir hier nicht hinten runterfallen, ne? So, der eine oder andere wird sich sicherlich fragen, warum das nächste Video jetzt so ein bisschen länger gedauert hat. Problem ist bei mir jetzt momentan einfach, einige wissen es ja schon. Hatte ich ja in einem Video auch schon mal angekündigt. Ich bin momentan in der Meisterschule und zwar in Voll- und in Teilzeit. Ich kriege den Hals nicht voll, ich mache beides gleichzeitig. Gibt ja bei der Meisterschule im Handwerk, gibt es ja vier Teile, die man absolvieren muss. Das sind, wie soll es auch anders sein, Teil 1 bis 3. 1 und 2 sind fachbezogen. In meinem Fall Heizung, Sanitär. Und Teile 3 und 4 sind einmal aus, sind 3 ist kaufmännisch
also die Fachkraft für kaufmännische Betriebsführung. Und Teil 4 ist Prüfung nach Ausbildereignungsverordnung. Das heißt, dass man dann auch ausbilden darf, das kann und weiß, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Und das mache ich halt momentan Montag bis Samstag. Montag bis Donnerstag ist das halt in der normalen Arbeitszeit. Freitag ist es in Teilen auch in der normalen Arbeitszeit und danach dann noch in Teilzeit. Das heißt, Freitag sitze ich bis 21 Uhr in der Schule. Baller. Und Samstag dann auch nochmal bis 15 Uhr. So, Freitag und Samstag sind so in der Regel meine Tage früher gewesen, wo ich meine Videos gemacht habe, produziert habe. Das habe ich zwar unter der Woche auch immer so ein bisschen gemacht, aber hauptsächlich halt Freitag, Samstags. Nebenbei dann ab und zu mal noch so ein bisschen gestreamt. Und ja, die Zeit habe ich jetzt halt nicht mehr und deswegen kommt das alles ein bisschen zu kurz. Jetzt war halt auch noch ein bisschen sehr warm. Da hat man dann halt nach der Schule, wenn man da 8 Stunden in der Schule gesessen hat, schon geschwitzt hat wie so ein Esel, weil die Unterrichtsräume alle unterm Dach sind. Ist sehr clever gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir wollen nicht meckern, ne? Wir wollen nicht jammern. Hallo, Rückwärtsgang. Da hat man dann meistens wenig Lust, sich noch an den PC zu setzen, zumal wenn es in der Bude auch schon 28 Grad hat, ohne dass man den PC anhat. Hallo? Achso. Ui, was, Kollege, was machst du hier? Ich glaube, ich bin zu dicht dran gefahren, ne? Kann das Sinn? Also ich habe hier, ich habe es im letzten Stream mal gemessen. Mir jetzt extra ein ein Thermometer hier hingestellt. Ich habe, als ich den letzten Stream gemacht habe, hatte ich hier eine Temperatur von knapp 30 Grad. Da kommt dann Freude auf, würde ich sagen. So, jetzt aber. So. Ja. Wir gehen wieder nach innen, weil ich kann von innen irgendwie besser fahren als von außen. Wird bei meinen ETS-Streams eigentlich auch mal bemängelt. Okay, was haben wir jetzt hier? Wir hatten hier gerade ein kleines Problem mit der Grafik, glaube ich. Naja, egal. Achso, wir müssen ja linke Spur fahren, weil rechte Spur bleiben wir ja an den Dingern hängen hier. An den Schildern haben wir festgestellt. Licht. Ohne Licht geht's nicht. Ach nee, hier gibt's bloß normales Licht und... Okay, jetzt wird's kriminell. Gucken, ob wir hier durchkommen, ohne wieder an den Schildern hängen bleiben. Und ohne, dass wir hier die Pylonen mitnehmen. Es geht, glaube ich, gerade so. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich stehen geblieben war. Egal, wie gesagt, wir hatten hier im letzten Stream knapp 30 Grad in der Bude. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass das nicht unbedingt Spaß macht. Außerdem habe ich ein neues Spiel für mich entdeckt. Das Ganze heißt Assassin's Creed Odyssey. Und ich weiß gerade nicht, ob es Sinn machen würde, vielleicht sogar davon noch ein Let's Play zu machen. In meiner ohnehin schon beschränkten Zeit und zweitens weiß ich auch gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Ja, also wenn ihr bis hierhin geguckt habt und eine Meinung dazu habt, schreibt es ruhig in die Kommentare unten rein. Über Feedback würde ich mich da freuen. Beziehungsweise muss ich erstmal gucken, ob ich das mit meinem Setup aktuell überhaupt so aufnehmen kann. Streamtechnisch war das schon problematisch und da wird ja noch eine ganz andere Qualität übertragen als beim Aufnehmen. Muss schon mal gucken, inwiefern das funktioniert. Und ich sehe hier beim letzten Patch, den es gegeben hat, an der Grafik hat sich noch nicht so viel geändert. Meine Grafikkarte ist immer noch sehr, sehr gut ausgelastet.
Mussten wir hier berghoch doch mal runterschalten, ne? Trotzdem wollen wir schneller wie 70 fahren hier, Jungs. Und irgendwie gibt's hier ab und zu auch mal so kleine Mikroruckler, als ob er die Karte nachladen muss. Ey, du Sack. Und wir schalten gleich von ersten in den vierten hier. Zweiten geben wir uns gar nicht erst ab, ne? So, mal gucken, was das für unsere Fracht nachher macht. Okay, merken, früher bremsen. Wir haben keinen Retarder. Und immer noch kein Tempomat, denn. Ich will Tempomat. Kann es sein, dass unser Drehzahlmesser jetzt hier im Armaturenbrett auch animiert ist? War der das vorher schon? Ich weiß das gar nicht mehr. Müsste ich mir jetzt alte Videos angucken, aber ich glaube, der war das nicht. Jetzt ist das auf jeden Fall. Finde ich schon mal nice. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn jetzt die Tankanzeige auch noch animiert wäre, wäre das sehr nice. Trotzdem brauche ich einen Thermomaten. Wir stellen uns aber heute auch wieder an hier. Aber er ist auch nicht besser. Hier ist er auch nicht besser. So, es gab eine große Ankündigung im Steam. Ja, wo eigentlich immer die Updates angekündigt werden. Und zwar ist da ein Datum genannt worden, und zwar der 28.08.2020. Es wird aber noch nicht verraten. Huiuiui, was meint er denn da? Es wird aber noch nicht verraten, was da kommt. Es steht nur drin, dass was kommt. Und dass man Teil der Discord-Community werden kann, um gemeinsam herauszufinden, was denn Aerosoft uns da ankündigen möchte. Ich hoffe, es ist ein besserer KI-Verkehr. Beziehungsweise eine bessere Physik für den KI-Verkehr, weil das sieht teilweise ganz schön gefährlich aus, was die da machen. Meine gut, bei mir sieht das wahrscheinlich auch nicht besser aus. Ja, aber das sei ja jetzt erstmal dahingestellt. Ja, wie gesagt, Aerosoft hatte ja da angekündigt in den Steam-Foren, dass die Karte noch vergrößert wird, etc. pp. Ich wäre erstmal so ein, bevor sie die Karte vergrößern, vielleicht mal so ein bisschen für Feintuning in diversen. Bremsen. Wir haben die Bremse getreten, voll durch. Und sind trotzdem rückwärts gerollt. So muck die Schranke auf hier. Dann soll ich sie wieder kaputt fahren oder was? Oder wie? Oder was?
So, wir müssen so umrechnen. Das ist ja einfach. Ja, wir haben was für Frachtbeschädigungen Abzug bekommen. Wir sind bloß bei 9000 gelandet. Ist jetzt nicht so wild. Aber ich würde sagen, das kriegen wir auch noch auf die Reihe. So, wir haben jetzt auf dem Konto 98.739 Taler. Wir brauchen Garage. Wir brauchen aber 114, glaube ich, war das. 114.000 für den hier. Und den würde ich mir ganz gerne eigentlich mal holen wollen. Weil ich sag mal ganz ehrlich, bei dem nachher wird das auch nicht viel anders sein, was wir da zu tun haben. Ne? Da wird auch Koffer auf, Stapler, reinfahren, Feuer, Marianne. Ja gut, mit so einem Audi und so einem Anhänger, weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn macht, großartig. Lieferwagen hatten wir ja schon, Minivan hatten wir ja schon. Pritsche hatten wir schon. Irgendwas haben sie jetzt auch geschrieben, haben sie da überarbeitet. Aber keiner weiß so richtig was. Okay, jetzt steht da Simula drauf und nicht mehr gar nichts. Genau wie bei ihm hier dieses lustige Zeichen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Huch, huch. Ja, gut. Ich werde jetzt mich noch ein bisschen beimachen, den restlichen Betrag einfahren. Also zwei Aufträge, denke ich mal noch. Dann können wir uns den hier kaufen. Und dann geht er vorwärts. Dann haben wir ein bisschen was anderes zu tun. Dann können wir nämlich hier mit dem Radl-Ladl-Fahrzeug hier fahren. Mit Jenem hier, nämlich. Okay, ich denke mal, bei den LKWs haben wir dann nachher auch bei den Sattel, dass wir den Container aufladen müssen. Schauen wir mal. Okay, nicht mehr JCB, sondern ICR. Ist auch gar keine Ähnlichkeit vom Logo her da. Also kann gar keine Verwechslungsgefahr bestehen, würde ich jetzt sagen. Vielleicht, eventuell, man weiß es nicht. Egal. So, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst in dem nächsten Video wieder. So hoffe ich doch. So, denn ihr das dann möchtet. Und ich gebe mir Mühe, dass ich hier ein bisschen öfter mal ein paar Videos bringe, damit ihr mir nicht wegrennt. Ich habe ja gesehen, mein Vergleich zwischen ETS 2 und dem Truck- und Logistik-Simulator ist ja auch ganz gut angekommen eigentlich. Vielleicht kann man das ja mal so ein bisschen vertiefen, was man da genau vergleichen soll. Könnt ihr mir ja mal so ein paar Anregungen in die Kommentare schreiben. Kann man das überhaupt wirklich vergleichen? Geht das? Ich weiß es nicht. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank, tschüss.